Heute Morgen auf der A9 bei Bayreuth. Innerhalb weniger Minuten ist die Fahrbahn schneebedeckt. Es kommt zu zahlreichen Unfällen. Auch in Oberstdorf im Allgäu ist der Winter an diesem Wochenende mit voller Wucht zurück. Hier herrschen am vergangenen Wochenende noch sommerliche Temperaturen. Auch in vielen Mittelgebirgen gibt der Winter noch einmal eine überraschende Zugabe. Sie konnten Fahrrad fahren, aber tada, das ist viel besser. Einmal rodeln, zum Schluss, zum Abschied. Auf der Schwäbischen Alb hat der Schnee die Tulpen fest im Griff. Schwere Zeiten für die Frühlingsblüher im baden-württembergischen Gönningen und auch für die bereits blühenden Obstbäume. Wir rechnen hier auf der Schwäbischen Alb durchaus mit 4-5 Minusgraden. Und das ist natürlich doch voraussichtlich, wird es da einige Schäden geben. Die Ernten für die Obstbauern könnten möglicherweise dadurch schlechter ausfallen. Verantwortlich für das Winterwetter ist das Tief Annina. Das ist gar nicht so ungewöhnlich für den April, weil nördlich von uns, Nordskandinavien, da ist es noch sehr kalt. In Lappland jetzt Dauerfrost im Moment noch. Und wenn von dort kalte Luft kommt und dann kommt auch noch ein Tief mit feuchter Luft, dann kann es eben auch mal bis in tiefere Lagen schneien. Jetzt in der Nacht und heute waren das so oberhalb von 200 bis 400 Metern. In kräftigen Schauern drückt den Schnee dann sogar noch weiter runter, dass es auch im Flachland Flocken gibt. Schneegestöber und Frühlingsgefühle in einem Bild. Für so manch einen hatte der Wintereinbruch heute eine ganz besondere Magie.